Joho, Sims 4 Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Zeit fürs Bauen. Heute ein kleines Speziale, ein kleines Extra zum regulären Let's Play. Wir bauen endlich mal weiter an unserem Vampires Café. Das wird jetzt ein bisschen größer, ein bisschen luxuriöser. Und ob Yuki dort heiraten wird, wissen wir noch nicht. Aber Akito versucht das auf jeden Fall einzufädeln. Wäre natürlich für ihn ganz günstig so als Vampir, ne? Auch wenn das hier eine Vampirumgebung ist, könnte er seine Tarnung vielleicht hier eher wahren als irgendwo draußen an der Sonne. Und das sieht ja auch so schon mal gar nicht schlecht aus. Hier finde ich eigentlich ganz cool gebaut und so, ne? Jetzt müssen wir jetzt nur noch den Innenbereich so gestalten, dass das hier alles passt. Wir hatten ja hier den Tresen zur Annahme. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt sehen wir mal ein paar Stühle drumrum, dass man halt hier sitzen kann, wenn man lounge-mäßig sitzen will. Da war auch noch ein Servierwagen. Ich möchte, glaube ich, doch wieder den Schreibtisch hier daneben stellen, um dem ganzen Konzept etwas Kompakteres zu geben. Wir bräuchten dafür eigentlich wieder diesen anderen Cheatcode. Wartet mal eben. Den hole ich mal gerade. Ansonsten würde natürlich auch noch ein größerer Tisch was bringen. Bücherregale hier. Bücherregale, schöne große Bücherregale. Ja, schön. Und wenn es nur eins ist, ja auch gar kein Problem. Es soll kuschelig wirken und soll auch ein bisschen, ja, ein bisschen trashig wirken. Sodass wir einen, oh, das ist wirklich nicht groß genug. Sodass wir so den Zwischenfaktor von Vampir-Lounge und Café und durchaus ein bisschen viktorianischen Stil. Fast die versucht das zu mischen. Wir werden schon sehen, wie es aussieht. Ich versuche mich nicht zu erklären. Ich versuche dass das ist alles zu hoch. Das sieht dann komisch aus. Kann man, wenn man einen Tisch, wie ich es da hatte, da dran packt? Oh Mann. Und das hier ist ja echt verdammt schick. Das Teil ist echt verdammt schick. Ist zumindest was für die Buchhaltung. Ich meine, irgendwo muss hier jemand auch Buchhaltung machen. Zum Geschäft. Und das kann ja dann hier stattfinden. Finde ich gar nicht mehr übel, dass das so ein einzelner kleiner Extrabereich ist, den man über die Küche erreichen kann. Ja, muss ja jetzt nicht alles hundertprozentig perfekt sein gleich. Ne, irgendwie müssen die Leute ja hier auch noch arbeiten. Luca hat ja hier nochmal jede Menge zu tun, dann kann man das darüber hier erreichen. Na, ist mir zu nah dran. So. Dann kann man auch gleich die Küche im Auge behalten. Oh, das wär's. Fenster, mit denen man in die Küche schauen kann. Zwar so, und zwar hier da, ne? Dann haben wir hier wieder, hier haben wir einen Spiegel, aber da kann man in die Küche gucken. Ach, perfekt. Das ist doch voll gut. Einfach schon mal eine grobe Gestaltung machen. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Wir können hier einen Festsaal hinballern. Kaffeebereich und Festsaal würde ich auch gerne voneinander trennen. Sollen wir das machen? Machen wir das doch. Machen wir nicht würde, sondern just do it. Das ist ja auch häufig der Fall in solchen Etablissements. Ist das voneinander getrennt? Kann man das? Ist das hier tatsächlich? Schick. Beide nebeneinander wären halt total toll. Aber dann haben wir hier ein Problem mit dem da. Wenn ich das aber so mache, dann haben wir kein Problem mehr. Ich weiß nicht, was sich jetzt verkauft hat. Ich hoffe, es war nur eine Wand. Zack, 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 zack. Und zack. Und hier Licht oben drüber. Ja, die Toiletten sind ja jetzt ein bisschen kleiner, okay? Die sind ein bisschen kleiner, die Toiletten. Ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher. Aber so ist das halt jetzt gerade einfach. Machen wir das so. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die Tapete denn hier so behalte. Aber das ist halt schon ziemlich stylisch. Darüber in den Festsaal gucken, mit diesem großen Bereich. Ich mag das von der gesamten Gestaltung. Das ist süß. Einfach überall Essen rumsteht. Wahrscheinlich, weil gerade irgendwelche Gäste da waren, ja.
Ein bisschen weiter nach hinten, damit auf jeden Fall Sims da auch sitzen können. Ist immer so eine Sache, ob Sims dann auch wirklich sitzen können, wenn ich ein bisschen herumcheate. Hat bis jetzt zwar hier ganz gut funktioniert, aber ich betone das Wort bis jetzt. Ich kann auch eine bessere Stereoanlage dann hin. Ja, hier ist der Bereich, um da reinzukommen. Wir müssen alle Leute durch das kleine Café im Vordergrund durch. Natürlich die Möglichkeit, dass wir hier auch noch ein bisschen Kaffee reinbringen. Man kann dann halt überall an den Tischen sitzen. Es sind halt überall Tische, an denen man sitzen kann. Ist doch kein Problem. Und wenn wir hier ein bisschen Kaffee-Lounge-Charakter reinbringen wollen, müssen wir sowieso noch ein Sofa aufstellen. Beziehungsweise einfach ein paar Sessel hinballern. Um das Ganze hier gemütlich wirken zu lassen. Und ich finde, dass es cool ist. Und dass hier einfach ein bisschen bunt gemixt ist, auch von den ganzen Stilrichtungen. Soll ja ein bisschen trashig wirken, ein bisschen vintage. Und das klappt hier mit schon mal so ganz gut. Das kann da drunter liegen. Ja, stimmt. Jetzt der Empfangsbereich. Man kommt hier rein und man möchte gerne einen Tisch zugewiesen kriegen, damit sich das nicht so staut. Oder wenn die Sims ans Bücherregal gehen, machen wir das schon mal hier hin, ne? Dann könnte der trashigere Untergrund hier hinkommen. Ja, das ist gut. Hier ein bequemer Stuhl zum Sitzen. Und da bräuchte ich, ja, hier bräuchte ich noch ein paar Bauelemente, mit denen ich was machen kann. Ach, um den Bereich da besser abzugrenzen. Das gibt es nicht in vollständig schwarz, doch gibt es. Das grenzt halt hier. Hier kann man halt sitzen auch. Und die Garderobe zum Aufstellen. Das grenzt halt den Bereich ab. Es ist nicht so hübsch. Ich bräuchte einen sehr hohen Tisch, um das zu machen. Mhm. Aha. Die sind alle nicht hoch genug. Also eine Granitplatte ginge. Das ist halt jetzt Custom Content. Habe aber eh schon viel Custom Content hier benutzt. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Oh, die brauchen wir hier später für den Festsaal. Ja, ist vielleicht zu weiß. Wobei der Festsaal könnte ja ein bisschen festlicher gekleidet sein. Wobei Akitos Argumentation könnte ja sein. So, hey Yuki, weiß heiraten und alle Kapellen bieten ja immer nur weiß an. Und in Japan ist ja nun mal weiß nicht umsonst eine Farbe der Trauer. Ich hab da so, weißt du, Freunde von mir, die haben da eigentlich schon die passende Dekoration für. Und dann wird das auch nicht alles so teuer und so. Ich kann mir vorstellen, dass das Akitos Argumentation wird. Um Yuki dazu zu bringen und auch alle anderen zu überreden, dass das hier der perfekte Bereich ist, um eine japanische Hochzeit zu feiern. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Ich glaube nicht, dass das hier jemanden stört. Man muss hier in der Ecke auch sowas wie einen... Ja, wie hier so ein total cooler Servierbrunnen. Schokoladenbrunnen, bitte. Kann man den nicht hier... Aber den konnte man immer auf Tische stellen. Man kann Schokoladenbrunnen auf Tische stellen. Hä? Wo muss der dann drauf? Hier drauf, ne? Ach, Mist. Der passt aber nicht so gut. Das sieht komisch aus. Na gut, dann machen wir das halt ein bisschen in Rot. Zack, zack. Dann gibt es hier halt einen Schokoladenbrunnen. Und das gibt es dann... Ja, das sind Buffettische. Das ist ja auch ein Buffettisch. Da kann man auch ein Buffet drumherum aufbauen, nicht wahr? Dann machen wir das lieber so. Dann gibt es hier ein Milchbuffet. Hier mit einem Schokoladenbrunnen. Oder da kann ich auch was anderes plätschern. Buffettische? Genau, genau, genau. Sehr gut. Ja, mit ein bisschen Rot arbeiten ist doch kein Thema. Gab es den hier nicht auch in Blankrot? Nein, leider nicht. Den hier nicht passend, aber das hier gibt es in Blankrot. Das kriegt dann halt seinen eigenen Stil hier. Was Eigenes kriegen wir schon hin. Ich habe es jetzt immer, wenn ich herumexperimentiert habe, irgendwas Passendes gestalten können. Dann kriegen wir das diesmal auch auf die Kette. Das ist so für ein Festsaal schon ein bisschen edler. Aber die weiße Borte unten stört mich. Was haben wir hier für einen Boden? Wir haben den Boden.
wenn wir den jetzt hier in einem helleren Ton nehmen würden. Uah. Nee, das muss schon durchgehend dieser dunkle Ton bleiben. Sonst ist das nicht... Uah. Aha, mehr Vampires, ja? Das hier ist dann rot changierend. Ebenfalls. Das ist matter Rot. Das ist ein anderer Rotton. Gefällt mir auch sehr gut. Ist jetzt die Frage... Eine Themenwand machend? Yeeks. Yeeks. Das ist ein bisschen too much. Also hier drüben ist das mit der Themenwand ganz cool mit dieser Farbe, aber Tapete Glockenturm, ja, die gibt's auch in... Nee, nee, nee. So eine Kinderspielecke für die Kids. Ja gut, für die Kinder bräuchtest du halt wirklich eine kleine Spielecke, bei denen die sich, bei der sie sich wohlfühlen. Das ist immer gut, wenn du halt mit Kindern feierst. Oh, können die Kinder überhaupt dabei sein dann? Die müssen doch dann zur Tagespflege. Man kann die Babys... Babys kann man doch gar nicht mitnehmen, ne? War das nicht so, dass man Babys nicht mitnehmen konnte? Ich glaube, das war irgendwie ein Problem, dass man Babys nicht mitnehmen konnte. Das wäre halt voll sad. Müssen wir die vielleicht doch altern lassen? Da haben wir mal einen gewaltigen Zeitsprung. Dann müssten wir ein bisschen was vorziehen. Ein bisschen was verändern. Also da könnt ihr jetzt gerne mitentscheiden. Eure Ideen mit einfließen lassen. Wenn ihr wollt, dass die Kinder mitfeiern, dann müssen sie ja Schulkinder werden. Dann müssten wir die Politikgeschichte vor die Hochzeit packen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, wie ihr das machen würdet. Weil wir müssten dann die Politikgeschichte vorziehen. Und Akito könnte ja auch schon etwas weiter im Vampirismus dann sein. Aber das würde, glaube ich, in der Geschichte ein bisschen querschießen. Also ich bin nicht dafür unbedingt. Ah, hier müssen wir eine richtige, vernünftige Soundanlage haben. So, die Tische kommen jetzt hier hin. Wir brauchen hier eine große Soundanlage, die vernünftige Musik bietet. Kein DJ-Pult. Ich möchte keinen DJ haben. Akito könnte zwar DJ sein, aber aktuell hat er sich ja von diesem DJ-Dasein entfernt. Passt ja auch nicht so zu ihm. Ist nicht so der Typ DJ. Okay, hier gab es doch die verschiedensten, abstraktesten Teile. Hier ein bisschen abstrakt ist auch das richtige Wort dafür. Oh. Also das sieht natürlich edel aus hier. Das hätte schon was. Hier direkt vorne am Eingang. Das kann man auch wegmachen. Da müssen immer alle von der Küche da lang. Natürlich auch unpraktisch. Hier direkt zum Beliefern, aber die müssen halt auch da durch, um dahin zu kommen. Bin da gerade noch nicht allzu zufrieden mit dieser Gestaltung. Aber wenn wir hier einen Flur hinmachen? Ich glaube nicht, dass das jemanden stört. Das kann wieder nach außen. Und ja, dann können wir halt auch hier eine Tür anbringen. So. Und dann haben wir einen Flur einmal hier zum Servieren und da zum Servieren. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Weil wir haben ja hier noch die Buffets. Ja, für Hochzeit natürlich ideal, dass dann halt hier ein Buffet stattfindet. Mit drei Buffettischen ruhig. Machen wir die aber auch nebeneinander, komm. Machen wir es klassisch. In einem klassischen Buffet. Wenn sich dann auch immer alle Leute gegenseitig prügeln, weil jemand gerne die Shrimps hätte und die jemand anders hat auch schon nomst. Die Musikanlage kommt hier hin. Das ein bisschen weiter vor. Und das ist die Ecke mit den Spielsachen. Das habe ich jetzt schon wieder weggelöscht. Und eine von den Mülltonnen. Ach komm, eine ist eine Mülltonne. War doch, war hier nicht gerade noch eine Mülltonne irgendwie? Die gelöscht. Was ist sich hingeschoben? Was ist mit der Mülltonne passiert? No, not the Mülltonne. Das Gestrüpp muss halt weichen. Das ist komisch. Mit Holz hin sieht auch sonst komisch aus. Ja, finde ich in Ordnung. Wo ist die Mülltonne hin, die andere? War noch zwei. Was ist passiert? Sitzt jetzt auf dem Dach oder was? Ist es sogar noch überdeckt damit? Ja, perfekt. Kannst du nicht meckern. Sieht doch auch richtig gut aus jetzt schon. Bin ja nicht andersweise fertig. Gerade nur am Ideen zusammentragen. Da wäre natürlich die Idee von einer langen Tischtafel nicht schlecht. Gucken wir doch einfach mal, was wir ihr machen können. Haben wir jetzt mehr Geld als vorher? Wie ist das passiert? Das sind sehr lange Tische. Hier, das sind ja die Original-Vampire-Tische. Tja. Hm.
ist schon edel, ne? Halt, mittiger. Bräuchten... für die Masse an Gäste, die wir haben, definitiv mehr Tische. Auch hier für das Brautpaar vor allen Dingen. Auch wenn die sich nie zusammen da hinsetzen werden. Ich kenne das doch. Das Brautpaar. Hier sitzen die Gäste. Den Teppich finde ich zu unruhig. Das ist eins zu viel. Aber für eine richtig große Gästetafel brauchen wir halt schon ordentlich Stühle. Ich glaube nicht, dass man Kleinkinder mitnehmen kann. Aber ich werde jetzt trotzdem mal hier an die Ecke. Wo war das mit Kindern? Da war das mit Kindern. Stühle packen. Gibt es hier welche in komplett rot? Die wenigstens ein bisschen passend sind? Nehmen wir die hier in schwarz. So. Okay, das sieht dann komisch aus, wenn das hier in der Ecke ist. Dann machen wir das so. Ja, ich glaube, so ist in Ordnung. ist nicht hübsch. Könnte man einen extra Kindertisch machen? Oh, schon wieder falsch und schief und schräg. Komplett schief und schräg alles. Kindertisch. Babytisch. Machen wir einen extra Babytisch. Frage ist wo? Hier in die Ecke? Neben Mama und Papa? Wir könnten noch zwei Tische links und rechts stehen. Das würde nicht hässlich aussehen. Okay, Moment. Hier. Haben wir da irgendwas Süßes, was Passenderes? Nee, das ist alles so bunt. Warum ist das alles so bunt? Das ist dann weniger bunt. Und jetzt ist es wenigstens symmetrisch und sieht nicht ganz so extrem schrecklich aus. Ich gebe mein Bestes. Oh, die sind natürlich schon extrem schick dazu. Aber hier passt es halt jetzt nicht mehr so wirklich. Seine sie glitschen in die Wände rein und gucken da wieder raus. Ach, Popo. Apropos, Mann. Da kann man die ausnahmsweise mal nutzen, weil sie nicht ganz hässlich sind. Und dann sowas. Gibt es die nicht auch noch in schmal, die gleichen? Das hier in schmal? Nein? Nicht? Wirklich gar nicht? Müsste ich die halt hier nochmal so drüber packen. Es klippt ein bisschen, ne? Oh Gott, das ist so sad. Das Spiel bringt mich zur Verzweiflung. Und zur Weißglut. Oh, das ist ja hübsch. Nicht. Dann solche sind große Vampir-Stores davor. Macht's gleich dunkler? Das sieht auf jeden Fall schon mal edel aus. Wo hatten wir jetzt diese Dekoration für die Wände? Moment, Deko, 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 Wände. Da hatten wir doch so Beleuchtungsgedöns. Mehr Beleuchtungsgedöns, bitte? Mehr Beleuchtungsgedöns? Irgendwas? Hier, die Dinger meinte ich nur als Beleuchtung. Gab es doch als Beleuchtung? Ja, nein, vielleicht doch nicht. Bin ich dumm? Ja. Das war eine rhetorische Frage. Da sind sie. War tatsächlich ein bisschen dumm. Oder dann hier die Schneeflocken nehmen. Nee, das muss ja schon leuchten. Hätten wir doch mehr von... gab es doch in länger. Gab es doch in viel länger noch. Ja, sag ich doch. Naja, wenn wir jetzt die Wand da hinten noch schwarz machen. Schwarz, habe ich gesagt. Brauche ein Schwarz. Ganzer Raum schwarz? Das ist ein bisschen krass, ne? Ja, das ist ein bisschen sehr krass. Aber die Wand da ist in Ordnung. Haben wir noch Säulen?
Kann man nicht davor schließen. Die sind dann zu sehr verdeckt. Schade. Okay, hier würden die halt insane gut aussehen. Um dem Raum noch ein bisschen mehr Look zu verpassen. Es gibt dem Raum halt mega die Atmo. Das ist halt kacke kitschig. Andere Fenster bitte. Große, hohe, lange Fenster bitte. Die war natürlich auch super schön. Was wird das hier nochmal? Ist in die andere Richtung, ne? In die andere Richtung. Tja, das ist dann zwar nicht ganz mittig. Aber wir finden vielleicht noch was, was ganz mittig sitzen kann. Ich experimentiere ja ein bisschen hier rum, ne? Darf man ja mal. Das gibt leider nicht in ganz schwarz, ne? Ist das traurig? Ihr macht mich traurig. Ich will das in ganz schwarz. Heaven. Das ist ja auch schick. Das gibt's halt auch überhaupt nicht. Ups. Nicht in den passenden Tönen. Ach Mann, jetzt träume ich jetzt nicht. Scheiße. Ich werde natürlich... Oh, blöd. Ja, das gibt's natürlich in schwarz. Sieht natürlich auch total toll aus. Bla, bla, bla. Manu. Auch so komisch mittig aus. Das kann man halt mittig platzieren. Also den Erkern macht halt schon, das hat halt schon, das macht was her. Macht halt wirklich was her. Ist jetzt hier außen nicht so der Mega-Burner? Kann man nicht. Kann man nicht hier so da sowas. Moment. Ich hasse es, dass sie das nicht kleiner haben, ne? Dass sie diese Dinge hier nicht in klein haben einfach. Das jetzt hier unten dran mache, sitzen die doch auf. Nahezu. Gut, vergesst meine Idee. Ist nicht ganz so cool. Dann Büsche. Machen wir Büsche hier hin. Das rahmt das Ganze sympathisch ein. Hier innen drin macht es das halt super gemütlich. Ja, dann gucken da Büsche durch. Moment. Hier haben wir noch ein bisschen andere Blumen. Was Größeres? Höheres? Höhere Blumen, die da hinpassen? Hier. So. Das sollte schon die innere Farbgestaltung mit übernehmen. Dann haben wir noch einen Rosenbusch. So. Jetzt hier von außen. Ist das von außen reinstellen, ob man das durchsieht? Na, ich weiß ja nicht. Eher weniger, ne? Ja. Könnte ich halt höchstens sowas hier außen durchlaufen lassen. Der hat aber die falsche Schattierung. Hebede, hebede, hebede. Dadurch, dass es jetzt quasi hier drin steht, hat es dann da drin die falsche Schattierung. Sieht aber halt schick aus. Muss ja nicht überall sein. Kann ja der Seite ja sein. Es hat auf jeden Fall Style. Ob wir es nun für die Hochzeit nutzen oder nicht, ist ja auch vollkommen irrelevant. Edel sieht es allemal aus. So. Ein paar Cracks wieder an die Wände. Weil das gehört einfach in den zum Charme dieses Etablissements. Ich kann mit die Hälfte nicht benutzen. Ja, ja, da ist die Küche. Hm, schönes, dickes, fettes, rotes, leuchtendes Schild. Hey, aber hier könnte man das machen. Klar, das ist ein bisschen störend. Im ersten Moment, aber es ist ja nun mal korrekt. Was haben wir denn hier? Aha, so ein Schriftzug. Sieht nicht schön aus. Ist nicht hübsch. Nein, nein. Passende Gestaltung für die Wände. Ah, hier haben wir, stimmt. Wir haben ja hier, habe ich auch noch solche Vorhänge. Die habe ich mal runtergeladen, weil das einfach besser passte. Alte Fotos? Ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Speisekarte. Die könnten
könnten wir tatsächlich hier hinhängen, was hier alles gibt. Gab es da nicht noch andere Sachen? Hier, Gemüse. Schön vegetarisch alles. Vampire sind Vegetarier im gewissen, also theoretisch, also man könnte fast, ja doch, also mit ganz viel Fantasie. Guck mal, Harry Potter Gestaltung. Das ist doch cool. Dann kann man, das ist doch eine gute Ausrede, so, ey, ja, das ist ein Harry Potter Themencafé, okay? Deswegen sieht das hier so aus, wie es aussieht. Mhm. Alter, voll schön. Da würde ich essen gehen, also. Ich fände das nice. Ein paar kleine Beleuchtungsgimmicks reinpacken. Lieber Geister nehmen? Oder hier die gruseligen Laternen? Nein. Ist das hier Vampire-Style? Ja. Den Kerzen. Die sind ja auch sehr hübsch. Wir geben dem Ganzen jetzt hier noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Weg damit, weg. So. Kinder haben hier ein paar Spielsachen. Vielleicht machen wir noch ein paar mehr Spielsachen hier auf dem Boden. Hier, wer mit Bauklötzen spielen will, kann sich hinsetzen mit Bauklötzen spielen. Kinder halt. Kennt ihr so ein Gruselschloss? Könnten wir wirklich noch hier hinbringen? Bibi ist ja auch gerne mitgespielt. Ja, gut, das passt nicht rein. Ist ein bisschen zu riesig. Die Idee war gut. Okay? Ich brauche nochmal gerade Gaumenfreuden. Da gab es ja auch ganz gute Deko für den Tisch. Hier Menükarten. Das ist nämlich wichtig. Komm hier mittig drauf. Sollten die auch niemanden stören. Perfekt. Ja, hier so zur Dekoration. Was? Irgendwo? Passt das irgendwo hin? Hier brauchen wir erstmal, da bräuchten wir erstmal, weil dazu Gaumenfreuden hatten wir dann hier coole Küche. Genau, da gab es ja jetzt hier neue Möbel. Passend dazu auch coole neue Hochschränke. Ja, bitte ein bisschen individueller. Man braucht, glaube ich, viel Geschirr bei so einem Laden. Also. Ne? Hier nicht kleckern, sondern klotzen. Bei der Gestaltung. Ist ungünstig, da sollte dann lieber eine Abluft drüber. Ist auch ein bisschen sehr fett dafür. Ich glaube, das stört auch nur, weil man dann nicht hier an diesen Tresenbereich kommt. Die müssen ja hier an diesen Serviertresen kommen. Machen wir es einfach so. Nehmen euch die Fenster weg. Oh, das ist ja hier der Serviertresenbereich. Oder wir machen die smaller. Dann ist das jetzt hier mit dem Fenster wieder ungünstig. So, das weg. Dann sind die Fenster halt hier ein bisschen anders gesetzt. Basta. Viktorianische Säule untertrennt das Ganze. Fertig. Ein weiter nach außen. Ich habe Ideen, okay? Wir müssen mal ein bisschen gucken, ob das passt tut. So. Wo haben wir mal Däschlein? Hier. Muss ich aber drehen jetzt. Zack. Ich brauche auch diesen Außenrand. Gib mir den in Dinkel, bitte. Einmal komplett hoch. Das auch. Und jetzt nochmal das. Nein, ich hab auf die Säule geklickt, okay? Liebes Säuli, würdest du wohl. Dankeschön. Hohe, lange, schmale Fenster. Hohe, lange, schmale Fenster ist halt hier auch vor allen Dingen in der Tenor. Mhm. Ja, das ist doch jetzt ein Arbeitsbereich, der kann sich sehen lassen. Ja, es wird hier gearbeitet. Perfekt. Und das hier ist jetzt nicht ganz so
Ganz so hässlich. Ja, komm. Ist doch super. Hoch, bitte. Ich frage mich, ob wir jetzt hier noch einen Schrank hinpacken können. Ja, das ist hässlich. Lassen wir das mal, ne? Geht einmal die ganze, einfach die gesamte Wand entlang. Wir können das natürlich auch ganz hoch machen. Wenn ich jetzt den hier nehme. Haha! Hoho! Aha! Mhm. Oder man macht den da weg und packt hier noch einen drunter. Das geht natürlich auch. Oh, wir waren hier stehen geblieben bei Gaumenfreuden und coole Küche. Dann wäre vielleicht noch Sonnenterrassen-Accessoires ganz sinnvoll. Dann gucken wir nämlich mal. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel hier so ein... Was ist das eigentlich? Eine Geschirrspülmaschine. Ich kann nämlich hier noch so ein Vorratsregal hin. Na, nicht in die Wand einlassen. Rausgucken. Dabei so ein Vorratsregal. Paar scharfe Soßen. Ja, Wein wäre ja nun mal wirklich auch nicht schlecht. Weinregal. Alles klar? Restaurant-Menüständer. Ständer. Was? Achso, was? Wer kann ich hier daneben? Völlig okay so. Ah, guckt mal. Eine Trennwand. Das ist so ein bisschen... Das wie ein bisschen der Dude, der verantwortlich ist, hier rumkraspeln kann und so ein kleines bisschen, winziges bisschen Privatsphäre hat. Schöne Vase noch zur Gestaltung. Ja, draußen sitzen wäre natürlich auch was. Gerade wenn die Sonne nicht mehr scheint, ist das für Vampire sicherlich schön, draußen zu sitzen. Wir haben so viel Weiß, dann passt das leider nicht so wirklich. Einen Hochzeitstorbogen brauchen wir ja auch noch. Manu. Hatte ich da reingeklickt. Hochzeit. Hier sind Hochzeitsbögen. Ich habe Hochzeit eingegeben und kriege alles Mögliche. Ginge das? Würden Sims da heiraten? Würden sie sich da hinsetzen? Ich glaube eher weniger. Müsste eigentlich alles ein Stückchen weiter nach unten, damit dann da geheiratet und gegessen wird. Also man könnte es natürlich hier draußen dann machen. Da müssten wir den Bereich ein bisschen anpassen. Den Friedhof auch vor allen Dingen anpassen. Aber das hier sieht so hübsch aus. Das möchte ich gar nicht ändern. Also gegen draußen heiraten habe ich echt nichts. Nicht völlig in Ordnung. Hochzeitsbogen. Ich will nur das Wort Hochzeit. Das sind die beiden Hochzeitsbögen, die es gibt. Ja, vielen Dank auch. Dann machen wir die jetzt ganz simpel hier hin. Stühle, bitte. Hier Stühle, damit die Leute sich hinsetzen können vor den Hochzeitsbogen. So klassische weiße Stühle mit Überwurf. Wir hatten noch irgendwelche, die waren super schön. Ich suche die gerade. Meine Augen finden sie noch nicht. Fokus, Fokus ab, Fokus ab. Die sahen auch mehr aus wie draußen Stühle mit Überwurf. Ich kann mich täuschen, aber ich könnte schwören, die hätte ich mal gesehen. Hier, da sind sie doch. Die passen farblich dann hier auch besser rein. Man kann hier halt geheiratet werden. Ist doch cool. Mehr Platz müssen wir noch schaffen, oder? Nö, das ist eigentlich ganz gut so. Sehr weiß alles. Das gibt es auch in weiß, ja. Das ist halt die Frage. Oh cool, die Tanne gibt es in verschiedenen Tönen. Das wusste ich gar nicht. Tja, keine Ahnung. Wollen wir jetzt am Boden irgendwas hinsprühen, was ein bisschen Steine gibt? Nur zum Ausprobieren, ob das dann hübscher aussieht.
guck nur gerade mal, ne? Nicht ausrasten, heißt nicht, dass das bleibt. Es macht's auch nicht schöner. Bin nicht überzeugt. Also, da wäre ich fast dafür, das hier zu haben. Leute können sich hier hinsetzen und hier davor kann geheiratet werden. Ich experimentiere gerade nochmal rum. Mach das jetzt einfach mal komplett nach unten. Ich weiß nicht, ob Sims hier heiraten können. Das müsste ich erst ausprobieren. Wenn ich das direkt hier hinstelle. Vielleicht, wenn es einen weiter nach vorne wäre, dass es dann ginge. Oder das Ding hier leicht drin steckt. Ob Sims hier an dem Bogen heiraten könnten, wenn der da leicht drin steckt? Wir müssen irgendwelche Sims mal zur Probe heiraten lassen, um das auszuprobieren. Das mit dem. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Wir müssen irgendwelche Sims finden, die das hier testen. Die Farben sind alle nicht schön. Nur geguckt, ob ich das hier vielleicht anpassen kann. Wenigstens einen roten Rand dann. Die Blumen wenigstens von der Farbe. Es wäre cool, hier zu heiraten dann. Das Hochzeitspaar bräuchte natürlich dann da die Stühle eigentlich, aber das müsste in dem Moment dann auch weg sein. Ja, so blöd, wenn sie danach heiraten wollen und die Stühle stehen hier. Ah, just looking. Da könnten wenigstens noch die Eltern dran sitzen mit. Ja, auch eine Sache, ne? Die Eltern vielleicht wünschen, dass sie hier mit dran sitzen können. Brautmann an der Tafel hat dann halt quasi so direkt eine Säule in der Fräse. Auch uncool. Die weiter nach außen gehen. Das sah halt cool aus mit dem, mit den Säulen da, aber es ist halt auch für eine Menge verdeckt. Genau wie das Sofa hier ein bisschen zu groß ist. Vielleicht einfach nur einen Sessel für eine Spielecke hinmachen, ne? Boah, ich baue schon wieder so lange. Aber ich habe ja gesagt, es gibt eine kleine Special-Baufolge. Ich habe gehört, ihr mögt die Folgen, wenn ich baue. Was haben wir denn hier? Nein, das ist nicht schön. Den gibt es in komplett schwarz. Passt ein bisschen zu diesem Industrial-Ding. Dann kann man halt, wenn hier jemand, ein Kind hier spielen will, kann man das dahin packen. Das gefällt mir echt ganz gut. Sehr viel Stil. Ich hoffe, man kann dann da heiraten. Ansonsten müssen wir irgendwie noch mehr cheaten oder andere Möglichkeiten finden, dass das geht. Ausprobiert werden kann es auf jeden Fall mal. Ja, später fürs Restaurant haben wir auch auf jeden Fall, weiß Gott, genügend Tische, an denen gegessen werden kann. Haben wir einen kleinen Barbereich. Auch hier kann gegessen werden. Vielleicht launchigere Stühle? Wenn nicht auch legerere Stühle? Die mehr nach Sessel aussahen? Stimmt, die Dinger gingen ja auch. Aber die sind mir zu fett. Wenn die halt echt super cool sind. Und es halt cool ist, dass es am Tisch geht damit. Ist aber gar nicht so der Fan von. Ich tausche den hier durch den. Und den hier tausche ich durch... den hier. Richtig schön trashig, ganz viele verschiedene Stühle zusammen. Kriegt das Ganze halt einfach so einen ganz eigenen Style. Ja. Die Ecke ist cool, man kommt hier rein, man kann sich seine Tische zuweisen lassen. Tja, für die Hochzeitsgesellschaft später müssen wir alle anderen Tische irgendwie als Tisch deaktivieren, dass man da nicht dran sitzen kann und dass das auch nicht benutzt wird als Gästetisch. Ich weiß nicht, ob man das machen kann und wie man das machen kann. Aber vielleicht kann man das ja machen. Kann ich Tische anklicken? Speziell... sagen, dass sie nicht gehen sollen.
Glaube ich, kann ich am fremden Tisch sitzen? Will ich auch gar nicht. Keine neuen Gäste zulassen. Ansehen. Geschäftsbudget, Vorteilspunkte. Haben wir keine mehr. Das ist so fies. Tja, unsere Köchin, unsere Köche sind eigentlich ganz okay. Es wäre ganz cool, sie hätten höhere Fähigkeiten. Da müsste ich dann zu den entsprechenden Sims gehen und denen das cheaten, glaube ich, um das zu machen. Bin ich nicht mit denen befreundet? Also wenn es meine Köche und alles sind, müsste ich die doch kennen. Ich soll meine Köche kennen hier. Mach mal auf. Probieren wir einfach mal aus, was jetzt passiert. Ja, geh mal hin, Chloe. Das haben wir jetzt aber richtig schön gestaltet. Ich bin sehr gespannt, ob die Gäste das gut finden werden. Ich auch. Vor allen Dingen, da wir so wenig Toiletten haben. Ach, da ist die andere Mülltonne. Wie gut. Da ist die andere Mülltonne. Ich sollte erstmal die ganzen Leute kennenlernen. Auch meine ganzen Ober. Und dann auch meine ganzen... Einfach jeden mal kennenlernen, dass ich alle zum allen Hallo sagen kann, damit ich überall was machen kann. Alter, unsere Bewertung ist so schlecht. Jeder hasst unser Restaurant. Können wir noch was anderes machen? Die Speisekarte ist eigentlich ganz okay. Werbung hat ein Goldpaket. Gewinnspann ist auch ganz gut. Und hier soll man Ausgekleidung tragen. Ja, das ist doch alles dann genauso, wie ich es haben möchte. Ich weiß halt nicht, ob man da heiraten kann. Von Hochzeiten fantasieren. Wenn wir davon von Hochzeiten fantasieren können, können wir wahrscheinlich auch heiraten. Also es scheint sich davor zu... Nee, es scheint nicht zu... Wir können uns zumindest nicht davor stellen und von Hochzeiten fantasieren. Oh, du musst sie kennenlernen. Marina verwalten. Loben? Wenn ich sie nämlich kenne, kann ich ihr auch Fähigkeiten cheaten, glaube ich. Guck mal, er ist auch schon da. Kengo können wir ebenfalls loben. So, und kann ich hier, wenn ich sie anklicke... Ach, ich kann nicht den Cheatcode bei ihr benutzen. Aber vielleicht in meiner Übersicht. Wo ist sie denn jetzt? Ich muss sie doch kennen. Ich habe doch gerade mit denen geredet. Aber, sind das dann einfach nur... Beförderung zu Koch Level 2 sollte ich auf jeden Fall mal machen. Weil die sind ja auch besser. Und dann versuche ich das halt über die Schulung zu gestalten. Umfangreiche Schulung. Diese Schulung ist für den Fähigkeitslevel von Kengo zu weit fortgeschritten. Dann machen wir eben eine kurze Schulung. Damit die gut genug kochen. Da, so. Sehr gut. Wieso kenne ich die nicht? Das ist doch total doof. Ich kenne doch auch hier unsere Alenta. Da kann ich doch auch irgendwie Charisma-Fähigkeiten jetzt hochcheaten und hast du nicht gesehen. Ah, hier kommen schon die ersten Gäste und sind auch schon gleich wieder instant unzufrieden mit sich und der Gesamtsituation. Ich wünsche, der Service wäre besser. Lass mal Leute begrüßen hier. Empfangskomitee spielen. Tja, wenn wir hier nicht vor dem Ding fantasieren können... Stell dir mal so hin. Probieren wir das einfach gleich mal aus, ob wir jetzt davon fantasieren können. Oder ob die Stühle irgendwie im Weg sind. Oder muss ich irgendwelche Sims dazu zwingen, zu heiraten? Also zumindest kann sie hier von Hochzeit fantasieren. Dann kann man da vielleicht auch direkt vorheiraten, wenn wir ihn nicht aus Versehen hier mit dem Leuchter anzünden. Sekunde. Oh Mann. Naja. Das gilt dann abzuwarten und auszuprobieren. Da müssen wir irgendein Sim-Pärchen miteinander verheiraten. Irgendwelche armen random Sims werden einfach verdonnert. Ja, aber zumindest sitzen tun sie hier alle schon mal. Ja, Management begrüßen. Vielleicht machen wir heute ja sogar mal Umsatz ausnahmsweise. Gut, Kinders. Ich bin hierbei somit zufrieden. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ich finde, ja, da haben wir was draus gemacht. Wesentlich größer jetzt, umfangreicher jetzt. Gehen die denn hin? Hatte ich nicht hier vorne auch mal Tische? Der geht jetzt einfach joggen. Alles klar, mach das. Wenn du auf dein Essen wartest. Ich glaube, ich hatte hier vorne auch mal Tische stehen. Ah, die haben immer gebackt, ne? Deswegen habe ich das weggemacht. Okay, okay, okay. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Sims 4. Hoffentlich dann mit mehr Hochzeitsvorbereitungen. Mit einer Testhochzeit werde ich mich jetzt mal begnügen. Ich werde irgendwelche Sims hier reinballern und heiraten lassen. Mal gucken, ob das klappt. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wirsing!